Hallo liebe DMSG-Community, schön, dass du gerade eingeschaltet hast hier zu diesem neuen Video. Und vorweg möchte ich erstmal frohe Weihnachten wünschen, beziehungsweise tolle Feiertage, wenn ihr denn feiert. Ich freue mich, wenn ihr ein paar erholsame Tage habt, hoffentlich im engsten Kreise der Familie, trotz der Umstände. Ich hoffe, ihr seid gesund und könnt trotz allem irgendwie zusammenfinden, natürlich unter den Hygienemaßnahmen, man kennt es. Man muss es ja heutzutage immer dazu sagen. Aber wie gesagt, ich wünsche euch tolle Feiertage und wahrscheinlich hören wir uns auch jetzt nicht mehr nochmal dieses Jahr. Und deswegen auch im Namen von mir natürlich, aber auch der ganzen DMSG und aller DMSG-Reporter und Reporterinnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das wollte ich eben nochmal hinten herbringen. Also ne, nicht nur von mir, sondern von allen. Ich bin quasi gerade nur der Sprachrohr. Wünschen wir euch tolle Feiertage. Und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema. Momentan ist ja ein bisschen ruhiger geworden hier und das liegt auch daran, dass ich sehr viel arbeite und noch an anderen Projekten der DMSG mithelfen darf. Aber wir haben uns natürlich fürs nächste Jahr tolle neue Vorsätze genommen. So habe ich mittlerweile über Instagram eine sehr große Gruppe angeschrieben von 9 DMSG-Reportern und Reporterinnen, die dann schon ihre Videos jetzt drehen, die jetzt vorbereitet. Dann im Januar werdet ihr tolle neue Gesichter sehen, richtig liebe Menschen, mit denen ich auch schon länger im Kontakt stehe, aus allen Altersgruppen hindurch, mit den verschiedensten Geschichten zu ihrer MS. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Deswegen, wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, jetzt einfach mal den Kanal kostenlos abonnieren. Ihr drückt auf den kleinen roten Button da unten, wo Abonnieren steht. Und dann kriegt ihr alle Videos immer natürlich angezeigt und werdet keins mehr verpassen. Vielleicht noch mal ein kleines Update zu mir und meinem Thema mit dem Auge. Eins meiner letzten Videos ist gewesen, wo ich über meine Sehnerventzündung, wenn es eine ist, das weiß man gerade nicht, gesprochen. Und der aktuelle Stand ist folgender. Ich war beim Augenarzt, ich war beim Neurologen, ich war jetzt auch im MRT nochmal. Und alles ist unauffällig. Es ist aber wirklich 2-3 Mal die Woche so, dass ich sehr, sehr schlecht auf dem Auge auf einmal sehen kann. Der Augenarzt sagt, wie gesagt, am Auge ist alles gesund. Der Neurologe sagt, also alle Tests sagen, der Sehnerv ist gerade nicht betroffen. Ich habe auch schon wieder diese typische Behandlung bekommen, die man bei einem potenziellen Schub dann verabreicht kriegt. Und auch die hat nicht angeschlagen und geholfen. Deswegen, ich versuche jetzt gerade irgendwie damit zu leben. Das habe ich, glaube ich, aber auch im letzten Video dann schon gesagt. Fürs nächste Jahr habe ich natürlich auch Wünsche, Vorsätze, aber auch Wünsche. Und zwar wird es nächstes Jahr ein riesengroßes Treffen hier in meiner Heimatstadt Kassel geben für MS-Betroffene und Menschen mit allerlei Schicksalsschlägen. Da bin ich gerade ganz fleißig am Planen und Vorbereiten. Also wenn ihr da nichts verpassen wollt, checkt mal mein Instagram ab. Das findet ihr unten in der Infobox verlinkt. Und da kriegt ihr alle Informationen. Ich nenne es das Kämpferherzen-Treffen und da werden bis zu 500 Personen zusammenkommen. Ich denke mal 70% aus dem Bereich Multiple Sklerose, aber auch aus allen anderen, sag ich mal, ja, Krankheitsfeldern oder Geschichten, die man so hören kann, Schicksalsschlägen, wie ich es immer so gerne nenne, kommen wir zusammen und machen ein Event nur für uns. Sonst sind wir ja häufig irgendwie so ein bisschen außen vor oder ja, dann gibt es halt ein paar Sonderplätze für Menschen mit Rollstuhl zum Beispiel. Aber diese Veranstaltung ist nur für Menschen mit Behinderung oder und chronischen Krankheiten. Also wenn ihr da up to date sein wollt, wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Der Link ist unten in der Infobox drin. Das ist nämlich mein größter Wunsch fürs nächste Jahr, dass wir uns hier aus dieser digitalen Welt doch mal in der analogen treffen können. Ich hoffe wirklich, wirklich, wirklich für uns, dass nächstes Jahr nicht alles so sein wird wie in 2020 und eigentlich 2021 auch schon wieder. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich würde mich total freuen, wenn wir da endlich wieder in eine bessere Zukunft zusammengehen können. Und meine Frage an dich abschließend ist, hast du Neujahrsvorsätze? Bringt das was? Hat das jemals funktioniert, dass man sich daran gehalten hat? Also ich kann aus Erfahrung sprechen, ich nehme mir meistens nicht zum Neujahr vor, sondern dann so zum 18.02., weil ich finde das mal ein bisschen na, lächerlich, nicht unbedingt, aber naja, ihr wisst, was ich meine, wenn man sagt, ja, Neujahrsvorsatz, meistens hält man sich halt nicht dran, aber vielleicht hat es bei dir schon gut geklappt. Schreib mal rein, was hast du für Vorsätze fürs nächste Jahr oder was wünschst du dir auch einfach fürs nächste Jahr und hat das in der Vergangenheit schon geklappt? Das würde mich interessieren. In diesem Sinne, habt tolle Tage, lasst es euch gut gehen, kommt gut in das neue Jahr und wir sehen uns im Januar wieder. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's gut, euer Kevin.